Es ist ja so ein bisschen so ihr Kind, wenn man so will, ja, was, genau, was hier steht. Ne? Das ist so, ich sag mal, das, ja, das erste Projekt, sag ich mal, ja, gewesen. Ja. Und irgendwo guckt man immer wieder zurück und denkt, hier, da hat das alles angefangen. Und auch natürlich dann in Verbindung mit der Hochschule ist es natürlich auch wieder so ein schönes Projekt, wo man dann sagt, hier hat man studiert, hier hat man den Grundstein für ein Unternehmen gesetzt und man hat halt immer hier noch wieder so einen Punkt, wo man, wie als würde man nach Hause kommen, so ungefähr. Ist wirklich schön. Das kann ich verstehen. Aber Angestellte haben Sie noch nicht, so groß ist Ihr Unternehmen noch nicht? Ja, meine Frau ist bei mir angestellt. Doch, okay. Ja, meine Frau ist bei mir angestellt und jetzt ist es auch tatsächlich so, Stellenausschreibungen sind fertig. Ja. Für 450 Euro Kräfte richtet sich überraschend auch an die Studierenden hier dann auch. Sie also an. Da möchte ich gucken, dass dann hier, ja, ich sag mal, dass Studierende auch einen coolen Job kriegen, wo sie sagen, ich verkaufe Sportgeräte und nicht irgendwelche Sachen einräumen, ohne jetzt jemanden, ja, nahe zu treten. Das heißt, Sie können auch Indoor-Geräte? Oder? Indoor, Outdoor. Also die Kunden kommen wirklich von Städten, Gemeinden, Unternehmen mittlerweile auch, ja, bis hin halt zu, ja, ich sag mal, Fitnessstudios oder Parkourhallen, ja, die, wo da Anlagen reinkommen. Klar ist vielleicht Edelstahl ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber da gilt auch die Nachhaltigkeit. Die wollen wirklich eine Anlage haben, was solide aussieht. Manche mal irgendwie auch schlichtweg diesen Edelstahl-Look. So, und das ist halt immer so ein Punkt, wo die dann sagen, dann wollen wir Edelstahl, ist vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, ja, aber wir mögen halt den Look. Ja.